Ich habe es wirklich einmal geblärt, die längste Weile vor versammelter Mannschaft. Ich muss bei dem Vorwurf allem schmunzeln und ich kenne den natürlich, der kommt allem von der gleichen Ecke. Dass wir einen knallharten Questor gekriegt haben, hat natürlich damit zu tun, wer scheint allem noch sagt, es ist alles bei den Alten derselbe. Hat entweder nichts verstanden oder tut es halt bewusst, weil er sonst nichts mehr hat. Weil das natürlich ein Thema ist, wo man ganz offen sagen muss, da wird so viel geschwindelt und Schindluder betrieben. Die Meier wird die Baden nicht outieren. Wenn ich soll im Auto hoch auf der Autobahn, noch trainiere ich auch einen schweren Fuß zu kriegen. Und wenn es darum geht, ins Frauen, wirklich Frauenanliegen zu verteidigen, wenn man so will, dann wäre ich noch zur Feministin. Mir macht das Spaß und ich glaube, man sieht es auch. Durchwegs positive Eindrücke. Natürlich hat sich für mich das Leben vollkommen verändert, aber ich habe mir in der Zwischenzeit im Büro ein sehr gutes, sehr kompetentes Team aufgebaut, mit dem ich auch sehr gut zusammenarbeite. Viele können sich ja noch an die Anfangszeit zurückerinnern, wo ich medial so ein bisschen Hilferufe gestartet habe, weil ich komplett allein im Büro war. Ich habe mir aber bewusst bei der Auswahl auch ein bisschen Zeit gelassen und habe recht gekriegt mit der Strategie, weil ich jetzt einfach super kompetentes Team haben. Ich habe festgestellt, dass wir unheimlich viel Potenzial im Land haben für positive Veränderung und die setzen wir und versuchen Tag für Tag natürlich an der Veränderung zu arbeiten. Wir haben ganz ein klares Programm, eine klare Linie, klare Ziele, an denen wir arbeiten und wir haben auch einige Erfolge schon, den wir verbuchen können. Da ist einmal zum einen, dass es uns gelungen ist, Akzente zu setzen, beispielsweise ein härteres Vorgehen bei den Regelbrechern bei Sozialwohnungen. Uns ist es gelungen, dass wir Vereinfachungen schon kleine in der Wohnbauförderung vorangetrieben haben. Wir haben die Förderung der Videoalarmanlagen für Kleinstbetriebe, wo auch das Gastgewerbe reinfällt, und die Reduzierung der Wartezeiten bei den Reisepässen. Und Gleiches haben wir jetzt auch vor bei den Waffenpässen. Ist unmittelbar steht bevor. Ich muss bei dem Vorwurf allem schmunzeln und ich kenne den natürlich. Der kommt allem von der gleichen Ecke, vom gleichen politischen Mitbewerber, der das natürlich rein aus strategischen Gründen so lanciert. Ich glaube, die Leute sind nicht blöd und haben grundsätzlich eine Veränderung der Uli Meier schon in den gesamten letzten Jahren festgestellt. Eins ist, wenn man als junger Gitsch in der Politik umfängt und einmal rabiat und rebellisch daherkommt und das besonders ist, wenn man in der Zwischenzeit 50 Jahre alt ist, man reift in der Politik. Das heißt aber nicht, dass ich von der Linie abgekommen bin oder heint zu Themen anders stehe, wie es in der Vergangenheit getan hat. Der Unterschied ist, dass ich jetzt in der Verantwortung stehe. Ich habe von ersten Tag an nie einen Hehl draus gemacht, dass es natürlich einfach ist, in der Opposition Sachen zu verlangen, Sachen zu fordern, noch Sachen auch sehr laut zu rufen, ohne sich über die Zuständigkeiten Gedanken zu machen, ohne sich Gedanken zu machen, ob gewisse Sachen überhaupt umsetzbar sein, machbar sein. Ich bin jetzt in der Verantwortung und für mich ist es wichtig, dass man den Weg des Machbaren und des Umsetzbaren geht, dass man mit den Leuten wirklich ehrlich ist, nicht Versprechungen und Ankündigungen macht, die man nicht halten kann und sich allem bewusst ist, wo haben wir die Zuständigkeit und wo haben wir sie nicht da. Und ich glaube, in diesem gesamten Rahmen bewegen wir uns derzeit sehr, sehr gut. Wir machen kleine Schritte, das ist mir auch wichtig, dass man allem Tag für Tag Schritte setzt, um am Ende dann wirklich auch Sachen präsentieren zu können, weniger unzukündigen, weniger laut zu schreien. Ich halte mich derzeit auch gewisse andere Themen, die mich unbelangt, bewusst zurück. Es ist ein Sommerloch, sollen einmal alle gescheiter herreden, die Opposition, auch andere sogenannte Experten im Bereich Wohnen, das passt. Wir werden dann in Mund auftieren, wenn wir wissen und die Sachen parat haben. Und dann wird es auch von unserer Seite natürlich eine klare Position diesbezüglich im Bereich des Wohnens geben. Ja, ich habe gezogen mit dem Großteil der Oppositionsparteien, habe ich ein gutes Auskommen. Mir ist es auch wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Ich kenne natürlich als Oppositionspolitikerin 20 Jahre Opposition, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich in der jetzigen Arbeit auch extrem wichtig, weil
Man wird nicht so schnell nervös, wo andere vielleicht nervöser werden. Man hat eine gewisse Gelassenheit. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Vorwürfe, die teilweise berechtigt sind, teilweise auch komplett nicht, muss ich auch sagen. Aber mir ist es wichtig, dass man gut auskommt, dass man versucht, eben wieder auch innerhalb der Mehrheit sich als Bindeglied zwischen Opposition und Mehrheit durchzusetzen, dass man jetzt nicht alles kategorisch, was von der Opposition kommt, ablehnt. Mit dem Samen habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, aber es gelingt auch eben wieder, die Mehrheit zu überzeugen, dass man dadurch wieder einmal etwas akzeptieren kann. Und mir ist es auch wichtig, wenn wir jetzt im Herbst mit unserem Wohngesetz zum bezahlbaren Wohnen, zum Schutz des Wohnraumes für Einheimische kommen, dass man im Vorfeld mit der Opposition auch darüber spricht. Das hat es auch schon gegeben, nicht mit allen, weil ich tue sicher nicht mit Parteien zusammensitzen, die bis heim zum Thema Wohnen überhaupt noch nichts geliefert haben, sondern wirklich leider mit jenen, wo ich weiß, die sind auch konstruktiv interessiert an der Situation, etwas zu verändern. Das Treffen hat es schon gegeben und es wird natürlich weitere Treffen geben, weil es mir wichtig ist, es soll nicht das Gesetz Uli Meier sein, sondern es soll ein Gesetz für Einheimische werden, die das akute Thema des nicht mehr bezahlbaren Wohnraumes in großen Teilen löst und für ganz viele Leute, für junge Familien, für Singles, für junge Leute generell, aber auch für Leute, die wir inzwischen ans Ausland verloren haben, dass man Angebote schafft, dass sie wieder zurückkommen. Und das ist mir wichtig. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass es nicht nur ein Gesetz der Mehrheit wird, sondern in weiten Teilen auch von der Opposition mitgetragen werden kann. Also ich beantworte sie jetzt natürlich rein aus meiner Sicht. Ich habe gezogen, dass die Landesregierung ein sehr gutes Klima hat, dass die Landesregierung auch gut zusammenarbeitet. Das Einzige, wo ich mich noch schwer tue und schwer tun werde und schwer getan habe bis jetzt, ist so das kategorisch alles von der Opposition niederschmettern. Aber wie gesagt, ich kämpfe eigentlich allem und probiere, dass es eine und das andere halt irgendwo geht. Man muss ganz klar sagen, wir haben keine absolute Mehrheit, wir haben eine Stimme mehr, wir sind 18 gegen 17. Dann ist auch klar, dass man nicht allem ausscheren kann und so weiter. Aber sonst, das Klima ist gut. Ich habe einmal Angst gehabt, muss ich sagen, in der Landesregierung ganz zu Beginn, wie der Ex-Kollege aus der Partei ausgetreten ist und somit auch die Mehrheit verlassen hat. Das hat mir völlig im Boden unter die Füße weggezogen. Wir haben damals auch ganz gleich einen Koalitionsausschuss gemacht. Ich uns haben wirklich einmal geplärt, die längste Weile vor versammelter Mannschaft, weil ich natürlich gemeint habe, dass das Projekt jetzt, an das ich glaube, an die pragmatische Arbeitsregierung, die einfach systematisch und sukzessive die Herausforderungen des Landes abarbeiten will, gescheitert ist. Dem ist nicht so. Also im Gegenteil, ich habe einen guten Stand in der Landesregierung. Ich glaube auch, dass ich geschätzt bin. Und ich habe mit dem Landeshauptmann eine sehr gute Zusammenarbeit, ein sehr offenes Verhältnis, allem schon gehabt, auch früher. Der Landeshauptmann weiß, wie er bei mir dran ist. Umgekehrt muss ich ganz ehrlich sagen, was ich sage. Also ich tue mich überhaupt nicht schwer. Ich oft einmal das Geplärre, was andere haben, mit dem Arno kommen nicht. Mit dem Arno ist schwierig. Also ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich kann mit ihm, weil ich auch weiß, vielleicht wie ich ihn nehmen muss und nicht allem den Drang haben, ihn zu verändern als Mensch. Ich nehme ihn, wie er ist und mache das Beste draus. Und das ist mir bis jetzt gut gelungen. Und ich glaube, er kann sich weiterhin auf mich verlassen, wie ich mich auch auf ihn verlasse. Und ich habe relativ bis jetzt Freiraum gehabt für Sachen, die ich versuche dann umzusetzen. Auch wenn es jetzt nicht direkt in meine Zuständigkeiten gefallen ist, dann muss man auch sagen, wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass wir unsere Clanbetriebe, ob das die Geschäfte sein, ob das die Baren sein, ob das auch die Gastronomie ist, Kleinstunternehmen in Sachen Sicherheit zu unterstützen, nachher ist das ja nicht mein Bereich, sondern die Förderung fällt über die Wirtschaftsförderung und das ist sofort angenommen worden und auch bei anderen Sachen, die ich gebracht habe, gibt es da eigentlich wenig Konfliktpotenzial und ich versuche, den Weg auch weiterzugehen. Bin mir aber auch bewusst,
so wie man inne schreit, kommt es auch zurück. Und ich glaube, ich habe eine Handschlagqualität und vor allem zählt das deutsche Wort. Also, was ich sage, auf das kann man sich verlassen und sonst sage ich es nicht. Also, ich bin da ein sehr großer Michel und auf das lege ich auch großen Wert und das wissen auch andere, dass ich schon derjenige bin. Wenn man etwas sagt, dann stirbt man dazu. Geärgert ist vielleicht der falsche Begriff. Was mir am meisten die Augen geöffnet hat und auf dem Boden der Tatsachen angeholt hat, ist die Schwerfälligkeit in der Landesverwaltung. Man geht eigentlich davon aus, dass wenn im Verhandlungsgespräch und in die Verhandlungsrunden und im Koalitionsabkommen drinnen steht, eine Dienststelle für Sicherheit und Gewaltprävention und man ist dann Landesrätin, dass man die Stelle relativ schnell besetzen kann. Das ist bis zum Tag heute nicht der Fall gewesen. Gestern ist jetzt offiziell der Servus gemacht worden. Ab heute sozusagen gibt es die Dienststelle und ich kann auch Leute suchen, die für diese Dienststelle arbeiten. Das sind so Sachen, auch wenn man lang in der Politik ist und lang im Landtag schon gearbeitet hat, kriegt man das vielleicht auch doch nicht so hautnah mit, dass eben in der öffentlichen Verwaltung viele Dinge einfach Zeit brauchen, viele Dinge ein bisschen schwerfällig sein und einfach langatmig sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass von ersten Tag an natürlich ganz viel Erwartungshaltung in meine Arbeit gesteckt worden ist. Der Druck ist extrem hoch und was für mich ein bisschen neu ist, ist auch die Erwartungshaltung und der Druck von Seiten bestimmter Verbände in meine Person ist extrem hoch. Ich glaube, weil sie auf der anderen Seite wissen, ganz genau, wie sie bei mir drin sein. Ich bin immer eine Frau der klaren Worte gewesen. Ich habe nie gescheut, Dinge offen anzusprechen. Die Leute schätzen die Ehrlichkeit, die Offenheit. Natürlich gibt es auch Kritik, das ist auch klar. Aber durchwegs muss ich ganz erstaunlicherweise eigentlich sagen, der Großteil der Menschen begegnet positiv, hat eine Freude, wie das Amt ausführt. Und ich möchte die Menschen natürlich auch nicht enttäuschen. Aber ich weiß auch natürlich, dass es wichtig ist, deswegen eben kleine Schritte zu machen, nicht zu viel zu versprechen. Ich weiß auch, wie schwerfällig gewisse Sachen in der Politik sein und die Leute brauchen aber jetzt Lösungen. Und deswegen vielleicht auch oft einmal ein bisschen die Zurückhaltung, weil mir will einfach oder meine Devise ist, ich will zuerst so viel wie möglich geregelt haben und bald ich weiß, dass das passt, dann werden wir auch nach außen gehen und aber wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass wir so weiterarbeiten und ganz viele auch überraschen werden. Es ist neu, es hat es noch nie gegeben, ein eigenes Ressort für Sicherheit. Und da, ich werde nicht müde, das allem wieder zu betonen. Es ist ein Ressort mit wenig Kompetenzen. Und ich glaube, es seien alle erstaunt, dass es durch meine Person dadurch so ausgeübt wird, dass man sehr viel daraus macht, auch wenn man nicht die direkte Zuständigkeit hat. Und das ist eigentlich die Philosophie, an der ich ja schon seit vielen, vielen Jahren in der Opposition eben geglaubt habe. In dem Moment, wo wir an den Staat das Signal senden, lieber Staat, die Sicherheit ist uns nicht wurscht, auch wenn du zuständig bist für das, wir setzen den Akzent mit einem eigenen Ressort, weil uns einfach nicht mehr wurscht ist, wie du vorgehst. In dem Moment wird auch der Staat reagieren und auch nicht mehr Leute hier nach Südtirol herschicken, die das schiene Land so quasi als Verschnaufpause genießen auf ihrer Karriereleiter und allem sagen, ja, da gibt's ja keine Probleme, da ist alles perfekt, weil sie natürlich von Realitäten in Süden unten herkommen, wo sie andere Geschichten gewöhnt sind, wie es in der Vergangenheit bei uns leider Gottes der Fall war. Und man darf das einfach nicht unterschätzen, dass wir einen knallharten Questor gekriegt haben, hat natürlich damit zu tun, dass die Rechtsregierung in Rom die Botschaft verstanden hat und natürlich auch reagiert hat und uns so quasi diesbezüglich auch unterstützend jetzt zur Seite steht. Und von Seiten
des Questors, aber auch, das muss ich einfach der Ehrlichkeit halber sagen, der Carabinieri ist es ein sehr, also wir sollen sagen, es kommt sehr positiv an, weil sie haben jetzt einen Ansprechpartner, sie werden ernst genommen, sie haben das Gefühl, wichtig genommen zu sein auch. Sie können sich sowohl mit Problemen, die sie auch haben, an uns wenden, aber es ist einfach ein Gesprächsklima und ein Klima der Zusammenarbeit entstanden, was es früher in der Situation natürlich nicht gegeben hat, weil einfach niemand zuständig war, außer der Regierungskommissar, der auch nach wie vor zuständig ist. Aber ich bin, glaube ich, auch zuversichtlich, dass ich, glaube ich, letzten Endes auch ganz dankbar, dass es die Rolle jetzt gibt. Und ich merke halt, dass ganz viele die Fragen nicht mehr, war da jetzt eigentlich der Walcher zuständig, die Amhof zuständig, alles, was mit Polizei, mit Carabinieri und so weiter zu tun hat, landet bei mir einmal grundsätzlich als erstes auf dem Tisch, weil sie wissen, da ist einer, der kümmert sich drum. Egal, ob sie jetzt zuständig ist oder nicht, ich habe ihn droht zu den Institutionen und ich bin auch nicht derjenige, der sagt, ich bin da nicht zuständig, sondern ich kümmere mich drum, eben dann in Absprache auch mit den betroffenen Landesräten, mit dem Landeshauptmann und das läuft gut so und es geht letzten Endes nur darum, Sachen, die in der Vergangenheit nicht funktioniert haben, nicht gut funktioniert haben, für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, einen Dienst am Bürger zu verbessern, besser zu koordinieren. Und die Rolle nehme ich sehr gerne ein, weil wir ja ganz, ganz viel schon zum Positiven bewirkt haben und auch weiterhin bewirken werden. Und die haben nie einen Hehl draus gemacht. Wir wissen, der Staat pfeift aus dem allerletzten Loch, lässt seine eigenen Sicherheitskräfte teilweise auch im Regen stehen und wieso soll ein Land wie Südtirol, in dem es Gott sei Dank noch gut geht, nicht auch in die staatlichen Sicherheitskräfte, wo es möglich ist, in gewisser Art und Weise unter die Arme greifen, um ihre Arbeit im Alltag auch ein bisschen zu verbessern und zu unterstützen. Das tun wir, weil eins muss ganz klar sein, es geht immer zum Wohle des einzelnen Bürgers, egal aus welcher sozialen Herkunft einer ist, ob es der normale Arbeiter ist, der normale Angestellte ist, ob es der alte Mensch ist, ob es die Jungen sein, ob es Hoteliere sein. Also es geht letzten Endes darum, gewisse Sachen einfach voranzutreiben und mit Hausverstand und gutem Willen kann man oft ganz, ganz viel bewirken und das passiert derzeit und wird auch gut umgenommen. Natürlich wissen auch die staatlichen Sicherheitskräfte, dass sie in der Gunst der Südtiroler jetzt nicht am vordersten Front liegen. Und das muss man aber verbessern, weil zu meinen jetzt, wir können verheint auf morgen die Staatlichen beiseite schieben und der Landespolizei auf die Füße stellen. Mit welchen Leuten, mit welchen Kräften, mit welchen... Das ist eine Sache, die geht nicht verheint auf morgen. Das braucht viele Jahre der Verhandlungen, der Überzeugungen. Diese Zeit habe ich aber nicht. Ich bin jetzt und ich jetzt im Amt und ich führe jetzt die Sachen so aus, dass man jetzt schon gewisse Sachen verbessern kann. Möchte aber in jedem ein Stammbuch hinschreiben. Die Sicherheit grundsätzlich ist sicher ein Thema, was der Staat als allerletztes hergeben wird. Und wissend, dass es so ist, muss man eben diese Wege gehen, Vertrauensarbeit leisten, mit Hausverstand an die Sachen herangehen, um in den Jahren jetzt die Situation für ganz viele zu verbessern und der Basis und einen schönen Grundstein zu legen und das Vertrauen an die römischen Akteure zu sichern und zu gewinnen. Und ich bin überzeugt, dass uns das in den Jahren jetzt auch ganz gut gelingt. Ja, natürlich ist es für uns ein Ziel, dass wir die Ortspolizei stärken, aufwerten, einheitlich landesweit auch sehr gut ausbilden, was bis dato nicht passiert. Für uns ist eine verstärkte, gut ausgebildete Ortspolizei der erste Schritt zu einer Landespolizei, ist ganz klar. Und das braucht man natürlich auch. Gerade wenn es darum geht, in der eigenen Muttersprache sich verständigen zu können. Aber es ist ja auch am Sicherheitstisch allem wieder ganz klar kommt raus, dass sogar die staatlichen Sicherheitskräfte die Mitarbeit und das Mitwirken bei den verschiedensten Ereignissen, die im ganzen Land stattfinden, eine starke Einbindung der Ortspolizei auch brauchen und wünschen.
Und wir sind da diesbezüglich auch sowohl mit dem Innenminister wie jetzt auch jüngst mit dem Unterstaatssekretär Molteni in Verhandlung. Es kommt jetzt im Herbst auf Staatsebene eine Gesetzesvorlage und wir werden natürlich alle Spielräume, die wir da haben, für uns bestmöglichst nutzen und glauben an das und werden den Weg konsequent weitergehen. Wir müssen da nicht das warme Wasser neu erfinden, wir müssen das Bestehende, was wir haben, verbessern, umpassen und natürlich auch diesbezüglich ein bisschen investieren. Und ich bin überzeugt, wenn das Berufsbild passt, dann wird es auch für unsere Leute Interesse geben, diesen Beruf auszuüben. Auch ein Wunsch meinerseits, wo noch Luft nach oben ist, eine bessere Koordinierung auch der staatlichen Sicherheitskräfte, das sage ich in aller Deutlichkeit. Ich wünsche mir, dass Karabinieri und Polizei enger und besser zusammenarbeiten, weil Land und Leute davon profitieren. Das sind nicht zwei Einheiten, die sich konkurrieren sollen in den Medien, sondern die ein Ziel haben müssen, das Land sicherer zu gestalten. Und das heißt, sie müssen in vielen Bereichen auch besser zusammenarbeiten. Und da bin ich auch drin. Und das wird jetzt auch wahrscheinlich dann ab Herbst, wenn auch ein Wechsel kommt, an bestimmten Führungspositionen, bin ich überzeugt, dass uns das auch besser gelingen wird. Weil oft einmal ist es wirklich so, dass gewisse Köpfe eben nicht miteinander kennen. Dann natürlich im ganzen Bereich der Prävention mit Streetworker. Das habe ich jetzt auch oft schon gesagt. Ich glaube an die Aufgabe, was Streetworker haben. Straße auf der Arbeit auf der Straße. Egal, ob es Jugendliche sein, ob es Erwachsene sein, die wir brauchen, um Prävention effektiv aktiv leben zu können. Eins möchte ich bei der Stelle auch betonen, Prävention ist etwas, was ich nicht in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren messen kann oder dir irgendwie einen Paktlauf an den Tisch legen kann. Das ist etwas, was sich leider Gottes nicht so schnell messen lässt, sondern erst über einen Zeitraum natürlich für gut oder nicht gut bewertet werden kann. Aber ich bin absolut überzeugt davon, dass es wichtig ist. Und da bauen wir jetzt auch ein landesweites Netzwerk an Streetworkern auf. Wir wollen da mehr Geld in die Hand nehmen. Wir wollen sie auch ordentlich zahlen. Und vor allem wollen wir Projekte unterstützen, die effektiv etwas bringen und Projekte, die nichts gebracht haben, auch weglassen. Ja, ich muss sagen, ich bin ganz dankbar und glücklich, dass uns die römische Regierung in Paolo Sartori geschickt hat als Questor. Wir arbeiten sehr gut zusammen, wir sind im täglichen Austausch. Man muss in die Leute allem wieder sagen, natürlich in der öffentlichen Sicherheit hat der Staat die alleinige Kompetenz. Ich kann in Questor nicht Anordnungen geben, wie er seine Arbeit zu machen hat. Aber nichtsdestotrotz, nachdem wir uns persönlich sehr, sehr gut verstehen, auf menschlicher Ebene, gelingt es trotzdem im täglichen Austausch eben wieder aktuelle Probleme auch anzusprechen, die von Seiten der Menschen kommen, wo er dann natürlich auch mit seinen Leuten der Sache auf den Grund geht. Und ich glaube, dass das grundsätzlich aufgefallen ist, dass er da sehr viel in dieser Richtung auch schon verbessert hat. Das Ziel ist, dass wir gemeinsam etwas weiterbringen, dass wir das Vertrauen in die staatlichen Sicherheitskräfte auch ein Stück weit zurückgeben können. Das war es eher auch, ist ihm auch ein Anliegen. Und dass wir natürlich miteinander das Land sicherer machen. Und ich glaube, wer hinter allem noch sagt, es ist alles beim Alten, der hat entweder nichts verstanden oder tut es halt bewusst, weil er sonst nichts mehr hat. Ich höre halt von ganz vielen Leuten, dass sich die Situationen gerade im Brennpunkt gebessert hat und ich bin absolut eine große Befürworterin, dass er mit eiserner Faust vorgeht, Abschiebungen und Ausweisungen vorantreibt, tagtäglich in seiner Arbeit, weil das ist letzten Endes das, was wir allem verlangt haben als Freiheitliche, wo man jetzt auch die glaubwürdige Linie sieht, dass es möglich ist. Jetzt hat man ja eben gesagt, man kann nichts tun. Wir sagen, dass es sehr wohl möglich ist, ohne das Wasser neu zu erfinden. Er bewegt sich im Rahmen des Möglichen, wie unser Grundsatz auch ist, immer das Machbare anstreben und so möchten wir auch weitermachen. Im Bereich Wohnen wissen jetzt alle, sind wir alleweil schon dabei, am neuen Gesetz eben zu schreiben, was zur Aufgabe hat, Wohnraum und Schutz des Wohnraumes für Einheimische zu sichern
und bezahlbar zu machen, einen Mietmarkt, weil das ist etwas, was in Südtirol leider Gottes fehlt, einen Mietmarkt aufzubauen, natürlich ein verbesserter Vermieterschutz haben, weil das natürlich auch ein Thema ist. Wir wollen in Leerstand umgehen, wir wollen Airbnb natürlich auch den Kampf ansagen, weil das natürlich ein Thema ist, wo man ganz offen sagen muss, da wird so viel geschwindelt und Schindluder betrieben, dass natürlich Kontrollen, die halbherzig gemacht werden, aber auch da haben wir Lösungen und wir werden dieser Geschichte beinhart auf den Grund gehen. Es werden sich auch die Strophen diesbezüglich verändern und da wird einfach viel Wohnraum verloren gegangen für unsere Leute und natürlich werden wir da versuchen, so weit wie möglich auch im Rahmen des Machbaren einen Riegel vorzuschieben. Das sind die Prioritäten und ich bin zuversichtlich, dass wir da nicht nur die richtigen Weichen stellen, sondern die richtigen Schritte setzen, dass wir für unsere Leute die da sein, gute Angebote schaffen können, aber auch Angebote schaffen können für gut ausgebildete Leute, die wir brauchen und für Menschen, die wir ans Ausland verloren haben, eigene Leute, dass sie auch wieder zurückkommen. Hell gelingt uns, wenn wir eben Angebote im Bereich des Wohnens und ich glaube, dass uns das auch gelingen wird. Ja, also das Leben hat sich wirklich komplett verändert. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Ich will nicht sagen, dass man in der Opposition nicht arbeitet. Im Gegenteil, es gibt sehr fleißige Oppositionspolitiker. Aber ich selber muss auch sagen, ich zähle mich zu denen, die gearbeitet haben, aber ich habe schon mehr freie Zeit auch innerhalb von einem Tag gehabt. Jetzt stehe ich um 5:45 in der Früh auf, bin meistens um 6:45 im Büro. Weil ich einfach ein Typ bin, ich brauche in der Früh, bevor es gleich mit der Mine losgeht, brauche ich noch ein bisschen Luft für mich selber. Ich muss mich ein bisschen akklimatisieren, möchte ein bisschen das Programm von Togo anschauen. Brauche einfach auch ein bisschen noch die Ruhe, bevor die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen. Und dann natürlich, das ist für einen Mensch wie ich, bin am Anfang schwierig gewesen. Der Tag gehört nicht mehr dir. Deine komplette Zeit wird von anderen eingeteilt, was auch richtig ist. Das gehört zu der Rolle eben dazu. Termine machen andere für mich. Und es hat extreme Arbeitstage gegeben, wo einfach wirklich extrem viel Arbeitstermine, Gesprächstermine mit den unterschiedlichsten Interessensgruppen innerhalb von einem Tag stattgefunden haben. Das ist neu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir kommt es fast so ein bisschen vor, als wäre ich in den letzten Monaten richtig aufgeblüht wieder, weil mir die Arbeit unglaublich viel Spaß macht. Mir macht es unglaublich viel Freude, mit den Leuten zu arbeiten. Ich bin mir der Probleme absolut bewusst, aber ich erschrecke nicht so schnell. Ich muss auch sagen, es ist vielleicht fast schon ein Vorteil und ein bisschen ein Privileg, keine Selbstverständlichkeit, dass ich ungefähr 20 Jahre schon Erfahrung in der Politik machen, in der Opposition. Das ist unglaublich wichtig für die Rolle, die ich jetzt habe. Nicht allein politisch, sondern grundsätzlich als Mensch. Ich wäre nicht so schnell nervös. Das ist vielleicht bei anderen, die neu in der Rolle sein, anders. Entspannen tue ich mich derzeit ein bisschen am Wochenende. Das heißt auch, dass ich jetzt nicht so sehr viel auf Termine unterwegs bin, wo es ums Dabeisein angeht. Die Termine, die mit meinen Zuständigkeiten zu tun haben, am Wochenende sehr wohl. Oder wenn es darum geht, irgendwo bei den Schützen oder so eine Rede zu halten, ja. Aber sonst schaue ich am Wochenende ihren Eltern, Gott sei Dank habe ich sie beide noch, die aber auch alleweil älter werden. Ich muss mich natürlich um die Sam kümmern. Ihren ein unglaublich süßes Patenkind, was ein bisschen über 2 Jahre alt ist, mit der ich unglaublich gerne Zeit verbringe und natürlich nichts verpassen will in ihrer Entwicklungsphase. Gerade alleweil sind sie unmöglich lieb, deswegen die Zeit mit Ramalia tut gut, wo ich mich auch entspannen kann. Und dann natürlich gehe ich schon ganz gerne, ich muss jetzt auch vorausschicken,
ich bin ein bisschen eine faule Sau geworden, aber ich gehe schon ganz gerne auch spazieren, muss aber selber alleweil auch so bandscheibentechnisch mir gut aussuchen, weil ich habe wirklich einen schweren Bandscheibenvorfall. Das heißt, so extreme Bergtouren oder Wanderungen kann ich nicht machen, aber spazieren tut mir auch gut, um meinen Kopf frei zu kriegen. Aber es gibt schon andere Methoden auch noch, wo ich mich so mache, relativ abkühlen kann, entspannen kann. Und was mir leicht fällt, ist, das Handy beiseite zu legen, einmal für ein paar Stunden nicht da zu sein. Und es ist wichtig, dass man weder berieselt wird von den sozialen Netzwerken, noch einfach einmal auch für niemanden erreichbar sein, sich selber einmal am Wochenende Zeit zu geben, das ist wichtig und es tut mir gut. Also ich glaube, was die Medien anbelangt, also jetzt rein, was ich wahrnehme und was mir auffällt, ist alles ist schon gleich geblieben. Wir haben viele Journalistinnen und Journalisten, die ich natürlich über viele Jahre persönlich auch gut kenne, mit denen rate ich auch weiterhin. Was sich vielleicht von meiner Seite ein bisschen geändert hat, dass ich nicht mehr in jeden Steckerle nachspringe wie ein junger Hund und das Steckerle hole, wenn einer etwas will. Das helfe vielleicht tue ich schon, weil ich mir einfach denke, wenn die oft einmal wissen, in welcher Situation man gerade sich befindet, mit welchen Leuten man am Tisch sitzt, an welchen Themen man alleweil arbeitet, dann muss ich nicht zum hunderttausendsten Mal auf irgendeine dumme Frage eine Antwort geben. Weil also muss ich schon auch sagen, dass oft einmal Sachen sein oder Geschichten sein, die einfach mit der Realität, dass der Arbeit, die man macht, nichts zu tun hat. Und das tue ich auch wegen. Ich bin aber auch bekannt, wenn ich jetzt nicht gleich anhebe, dass ich zurück telefoniere. Und wenn es etwas ist, wo man vielleicht, auch das gehört dazu, einmal frisch keinen Bock hat, eine Antwort zu geben, dann gebe ich keine. Weil ich einfach die Gelassenheit in mir schon habe und auch das reine Gewissen, ich rede, weil es etwas zu reden gibt. Und wenn wir innerhalb der Regierung eine Abmachung haben, dass man im Vorfeld der Sitzungen der Landesregierungen über Beschlüsse nicht redet, dann redet man nicht. Und da kann man mich wöchentlich am Freitag anrufen, am Samstag anrufen oder am Sonntag anrufen. Die Meier wird die Pappen nicht outieren, weil ich habe ein Wort gegeben, dass man nicht redet und dann redet man nicht. Aber sonst glaube ich, das Verhältnis, das ich erzogen, ist ein gutes. Mein Blick auf Medienarbeit hat sich aber schon ein bisschen geändert. Ja, ich bin ein großer Rammstein-Fan, das ist bekannt. Grundsätzlich gefällt mir alles, was mit Heavy Metal, Rock in der Richtung geht, zum Entspanni. Wenn ich selber im Auto hoch auf der Autobahn, noch tendiere ich auch einen schweren Fuß zu kriegen, weil es mir einfach Spaß macht. Das ist ein bisschen ein Laster für mich, was ich habe. Schwieriges Thema. Also, ihr mich selber als emanzipierte Frau betrachtet, ohne eine Kampfemanze zu sein oder eine Feministin zu sein. Was mir ein bisschen leid tut, ist zum Beispiel, dass allem dann, wenn ich es mir erwarten würde, dass Feministinnen sich zu Wort melden, still sein. Sie machen dann im Mund auf, wo ich es nicht allem unbedingt verstehe oder als angebracht erachte, weil ich mir einfach denke, die Frauen gehen ihren Weg, die Frauen brauchen nicht die ständige Bevormundung und die Bemutterung und die von oben herab eine Vorgabe, wie Frauen zu ticken haben, weil jede Frau ist individuell und will ihr eigenes Leben selber gestalten, wie sie es für richtig erachtet, aber jede soll die gleichen Möglichkeiten haben, glaube ich. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt das aktuelle Beispiel hernehme, was bei der Olympiade passiert, wo ein Algerier so quasi in Ring steigen kann, eine Frau niederzuschlagen. Also da wird der Frauensport zu Grabe getragen aufgrund der Trans-Ideologie und man kann halt Biologie nicht wegideologisieren und das ist, glaube ich, ein Trauertag gestern gewesen fürs Frauenboxen. Ich habe selber gern geboxt, ich war auch eine ziemliche Zeit lang im Boxtraining und dann Kick geboxt und das ist ein Sport, wo ich unglaublich gerne Dampf ablasse, aber auf dem Niveau, dass da eine Frau jahrelang diesem Traum sich wirklich Opfer auferlegt, hart trainiert, um dann in den Ring zu steigen gegen einen Mann, bei aller Liebe und bei allem Verständnis, das ist für mich eine Ungeheuerlichkeit und da fallen mir eben die Feministinnen und ich glaube,
überhaupt die ganze Gender-Ideologie. Ich bin ein sehr flexibler und sehr toleranter Mensch, aber das, was derzeit passiert und wo man ihn so hinbringen will und hindrängen will, macht man eigentlich Rückschritte und vor allem geht die ganze Ideologie zu Lasten der Frauen. Und wenn es darum geht, ins Frauen, wirklich Frauenanliegen zu verteidigen, wenn man so will, dann wäre ich noch zur Feministin. Ich bin eine Genießerin, isst gerne, gehe auch gerne aus, gut essen. Wir haben das Glück, dass wir eine fantastische Küche haben. Mir schmeckt auf der anderen Seite natürlich unsere Hausmannskost, die Tiroler Küche, mit Einfluss natürlich auch italienische Küche. Also ich glaube, die italienische Küche ist eine der besten, zumindest von meinem Geschmack her, weltweit. Mir schmeckt aber auch Sushi und so weiter. Also ich tue auch gerne experimentieren, vor allem ins Feine. Ich muss jetzt nicht regelmäßig für eine ganze Familie kochen. Ich kann für mich kochen, deswegen tue ich gerne ausprobieren und so. Und mir macht das Spaß und ich glaube, man sieht es auch. Ich stehe dazu, dass ich gerne gepflegte Hände habe, gepflegte Nägel habe. Was viele festgestellt haben, ist, dass in der Rolle der Landesrätin die Fingernägel jetzt eher eben so natürlich, auf natürlicher Basis sein und nicht mehr so bunt und farbenfroh wie in der Vergangenheit. Aber ich glaube, dass das auch nicht angebracht ist. Ich glaube, so lebe ich ganz gut. Und was Mode allgemein anbelangt, ich renne jetzt nicht in letzten Trend oder letzten Schrei nach, aber mir ist es schon wichtig, dass man eben dem Rahmen entsprechend auch gekleidet ist. Ich bedauere, dass im Landtag die Kleiderordnung brutal aufwärts gegangen ist, aber das ist eine Sache, die ich weiß nicht, wieso das so heute ist. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man adrett sich umzieht. Wenn ich heute zu den Schützen gehe, dann gehe ich in Tracht. Wenn ich auf etwas Heimatbewussten und so weiter gehe, dann fühle ich mich in einem Dirndl wohl, ich fühle mich aber auch in Jeans wohl, ich fühle mich in einem Rocker-Outfit wohl und sonst halt auch natürlich im sportlichen Hosenanzug. Was mir wichtig ist, ich habe einen Gang wie ein Elefant, ich habe keine Steckelschuhe mehr, also mich wird man hauptsächlich in Sneakers sehen, egal ob zu Kleidler oder zu Hosenanzug. Bei mir muss es mittlerweile bequem sein, weil ich bin wirklich viele Stunden im Tag auf die Füße und je bequemer, desto besser. Und ich muss mich selber auch wohlfühlen, weil mir ist es in der Vergangenheit auch schon passiert, dass ich mir oft einmal irgendein Huder ausschwätzen angelassen, mit der ich mich aber überhaupt nicht gefühlt habe. Und selbst passiert mir nicht mehr. Also Fehlkäufe gibt es in meinen Kosten nicht mehr. Ich stehe auch in der Zwischenzeit, ich war früher 50, automatisch kriegt man ein bisschen so die Rundungen, die immer ganz leicht weggehen, das muss man ein bisschen kaschieren. Ich trage das mit Würde, und aber ich lege schon Wert, dass man dem Anlass entsprechend sich auch kleidet. Ich bin jetzt froh, dass ich ein paar Tage Urlaub machen kann. Das ist unglaublich wichtig, sich einmal komplett auch zurückzuziehen, weil es sehr viel war. Ich bin seit letztes Jahr komplett ohne Urlaub. Es war der Wahlkampf, dann oben die Verhandlungen angefangen, dann der Stress als Landesrätin. Deswegen, ich bin froh, dass ich jetzt einmal ein paar Tage sein, wo ich nicht in der Rolle bin, sondern privat mich zurückziehe und auf selbst freien.